Yo, Freunde, was geht ab? Ich habe ja Anfang Januar ein Video gemacht, da habe ich euch gezeigt, was ich so geplant habe. Ich war ja erst gerade hier umgezogen und wie meine RC-Werkstatt aussehen soll. Und ich habe euch so ein bisschen meine RC-Sammlung gezeigt, meine Fahrzeuge. Das nächste Update dazu wollte ich eigentlich ein Jahr später machen, aber es hat sich so viel verändert, es hat sich so viel getan. Ich habe jetzt innerhalb der letzten 3 bis 4 Monate über 20.000 Euro für RC-Autos und Teile ausgegeben. Und ich habe mir gedacht, es lohnt sich, jetzt schon ein Update zu machen, weil einfach so viel passiert ist. Dann habe ich euch gefragt, ob ihr jetzt schon Bock auf ein Update habt. Und ihr habt auf jeden Fall Bock. Und deswegen habe ich mir gedacht, werde ich euch heute mal meine RC-Sammlung zeigen, was so alles neu dazugekommen ist. Das meiste dürftet ihr ja schon kennen durch die Unboxings und Testvideos. Ansonsten werde ich heute auch noch über Projekte sprechen, die ich geplant habe. Und ich werde euch einfach mal zeigen, wie meine RC-Werkstatt jetzt aussieht. Ja, ich würde sagen, wir fangen hier direkt im Büro an. Also hier befindet sich der Tisch und der Bereich, wo ich immer alles auspacke. Und auf dieser Seite ist mein Lager, nenne ich das jetzt. Also es ist einfach nur ein Schrank, wo ich immer alles reintue, was ich irgendwann abfüllen möchte, also was noch nicht ausgepackt wurde. Ja, fangen wir an mit dem Schrank. Lasst noch einen Daumen hoch dafür, Zerberstus. Ja, okay. Der Bereich hier ist mein Lager. Wie ihr sehen könnt, da steht auch der 100 km/h Jet. Den habe ich ja jetzt auch schon so 2 oder 3 Monate. Aber es gab einfach noch nicht die Gelegenheit, um ihn zu fliegen. Ich möchte ihn nicht kaputt machen. Das ist mir irgendwie zu schade und ich habe echt Respekt davor. Ich habe die ganze Zeit nach einem guten Platz gesucht. Den habe ich gefunden. Und dann muss natürlich auch das Wetter stimmen. Also es darf nicht regnen und so. Und es muss windstill sein, weil ich bin Anfänger, noch nie damit geflogen und ich möchte wirklich sehr gute Bedingungen beim ersten Mal haben. Aber ich habe im Wetterbericht nachgeschaut. Demnächst, glaube ich, können wir das Teil testen. Also habt Geduld, der 100 km/h Jet, der wird auf jeden Fall kommen, soweit das Wetter passt. Ansonsten, hier steht halt noch so ein Crawler rum, den werde ich demnächst irgendwann auspacken. Hier im Schrank, da befindet sich noch ein Flugzeug, das werde ich auch demnächst testen. Da oben befindet sich noch ein Boot, das werde ich testen. Und hier, ich gucke halt immer, dass ich was im Schrank habe, damit ich immer Arbeit habe, damit ich immer was zum Auspacken habe. Es sind jetzt ein paar neue Pakete gekommen. Ah, hier drin befindet sich, glaube ich, nichts Besonderes. Ah, doch, der ist nicht schlecht auf jeden Fall. Das ist der Armor Typhoon 6S. Also der wird demnächst kommen. Ansonsten habe ich auch den Armor Felony bestellt. Auf den habe ich auch richtig Bock. Der wird auch irgendwann demnächst kommen. Ja, und ich gucke halt hier immer das, was im Schrank ist, damit ich immer was zum Abfilmen habe, wenn ich Lust darauf habe. Ja, das war's hier im Lager. Ich würde sagen, wir gehen runter und dann geht's weiter. Unten der Raum, der sieht jetzt so aus. Ich weiß, ihr könnt jetzt wirklich sehr viel erkennen, aber ich werde jetzt nochmal auf alles eingehen. Beim letzten Video war hier das Gerät noch nicht da. Ich habe euch ja gesagt, ich will hier so eine Fitness-Ecke einrichten. Das habe ich jetzt gemacht. Also hier trainiere ich immer und ich muss sagen, seitdem das Gerät da ist, habe ich auch immer schön fleißig trainiert, bin richtig fit geworden und es geht langsam aber sicher bergauf. Ansonsten habe ich ja gesagt, ich möchte eine Ladestation einrichten. Das habe ich gemacht. Ich habe hier so einen Metalltisch besorgt. Ja, hier lade ich immer die Akkus auf, Safebags, Ladegeräte. Ansonsten da unten ein paar Militärkisten. Da stecke ich die Akkus immer rein. Hier habe ich das noch beschriftet: 4S, 3S, 2S. Das sind irgendwelche komischen Akkus. Da sind meine Drohnenakkus. Aber ich habe hier auch schon etwas anderes geplant. Und zwar möchte ich mir so eine Art, ich weiß nicht, ob man das Panzerschrank nennt, aber sowas in der Art Panzerschrank, also so ein größerer, dicker Metallschrank, vielleicht auch ein großer Tresor oder sowas, dass ich mehr Akkus reinpacken kann. Denn wenn man hier in die Kiste reinschaut, das Ding ist rappelvoll. Schaut euch das an. Also ich brauche definitiv mehr Platz für Akkus, denn ich habe auch schon mehr Akkus bestellt und deswegen will ich da irgendwie so eine Art Panzerschrank hinmachen. Vielleicht habt ihr noch irgendeine Idee, was ich dahin machen kann, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin immer dankbar für Ideen und Vorschläge. Ja, hier im Regal hat sich auch einiges getan. Hier die Kartons, die dienen nur zur Dekoration, aber irgendwann muss ich die, glaube ich, auch wegmachen, wenn kein Platz mehr da ist. Hier
sammle ich meine ganzen Funken. Ich habe das Ganze auch so ein bisschen sortiert. Also das hier sind so Traxxas-Funken, das hier sind die Arma-Funken, da oben sind Funken von anderen Modellen. Ich habe es auch so gemacht, dass ich die größtenteils beschriftet habe. Hier steht zum Beispiel X-Max, dass ich nicht so lange suchen muss. Ansonsten haben wir hier ein bisschen Werkzeugzubehör, da haben wir Reifen, nichts Besonderes mehr. Rechts geht es dann weiter, steht immer mal wieder so ein Fahrzeug da drin, wie zum Beispiel hier der TRX4, der immer noch kaputt ist. Da muss der Regler repariert werden. Ansonsten haben wir da ein paar Ersatzteile, Fahrzeuge, hier das Werkzeug, der Tisch. Ich weiß nicht, ob der letztes Mal schon hier stand, kann sein. Ich glaube, der stand irgendwo da, aber ich glaube, der war letztes Mal schon aufgebaut. Hier werden die ganzen Sachen aktuell repariert. Ich habe mir überlegt, ob ich mir so eine richtige Werkbank kaufen soll. Ich brauche nämlich auch einen Schraubstock ab und zu. Weiß nicht, ob ich das tun werde, möglicherweise, echt keine Ahnung. Aber aktuell so mit dem Tisch, ich dachte am Anfang, der ist auch zu klein, um da Sachen zu reparieren, aber das ist eigentlich ganz gut. Hier mache ich immer noch die Lampe an. Und dann ist das entspannt hier, da dran zu schrauben. Also dieser Tisch gefällt mir aktuell wirklich sehr, sehr gut. Ja, da geht's weiter mit noch mehr Fahrzeugen. Und da die Abteilung rechts, da sind so meine schnellen Autos. Wie ihr sehen könnt, ist da auch der Arma Limitless. Also falls ihr den nicht kennt, das ist eigentlich nur so ein Roller. Das bedeutet, wenn man das Ding kauft, ist kein Motor drin, ist kein Regler drin, ist eigentlich gar nichts drin. Fast gar nichts. Muss man alles selbst kaufen. Motor ist da, Regler ist auch da, Sachen, alles dafür ist eigentlich schon da. Ein bisschen haben wir schon angefangen, daran zu basteln, zu löten und, muss man alles selbst machen. Video dazu wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Und das Teil, das fährt über 200 km/h. Sollte es jedenfalls, falls es nicht irgendwie abbrennen wird oder sowas. Aber das Video dazu wird auf jeden Fall kommen. Das wird ein richtig schönes Projekt. Dafür bin ich aktuell noch auf der Suche nach einer schönen Teststrecke. Denn so 200 km/h, das muss dann wirklich schon auf einer Art Flugplatz oder sowas gefahren werden. Sonst ist das einfach zu krass. Ja, ich glaube, sonst gibt es hier nichts mehr weiter zu sagen. Das bedeutet, wir gehen jetzt durch die Waschküche da in die Garage. Und in der Garage, da hat sich auch wirklich sehr viel getan. Falls ihr Arma Limitless Projekt nicht verpassen möchtet, dann abonniert jetzt den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann werdet ihr in eine Benachrichtigung kommen, wenn das Video irgendwann erscheint. Ich freue mich auf jeden Fall wirklich sehr darauf. Ja, das wird geil. Auf der Seite der Garage gibt es eigentlich nichts Interessantes. Hier stelle ich auch mein Auto hin, da hängt das Flugzeug. Was richtig geil ist, dass ich hier einen Abfluss habe und ich habe mir einen Gartenschlauch gekauft. Und der Gartenschlauch, der, da unten liegt der, kann ich da vorne anschließen und dann kann ich die Autos hier immer abspülen, abwaschen. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Ansonsten, hier steht halt der Outcast, der X-Max, meine Rampe. Hier habe ich schön Platz und das Besondere hier sind jetzt diese zwei Regale. Die habe ich gekauft. Hier stelle ich immer alle Autos hin. Hier habt ihr jetzt auch einen ganz guten Überblick, was ich so aktuell alles habe. Also da oben befinden sich die Boote. Das Boot ist ja kaputt. Da ist der Propeller kaputt gegangen, ist noch nicht repariert. Bei dem Boot ist, mir fällt gerade nicht ein, wie das heißt. Wie heißt dieses lange Teil? Aber ihr wisst, was ich meine. Das muss auch repariert werden, ist kaputt. Dieses Boot ist nicht kaputt. Das ist noch ganz, das fliegt nur auseinander beim Fahren. Ansonsten steht hier der Infraction. Da unten ist der Rest vom Infraction. Muss noch sauber gemacht werden. Hier sind so ein paar Teile. Also hier habt ihr einen ganz groben Überblick. Da ist der Kraton 8S. Schön die Räder abgemacht. Denn der hat nämlich das Problem, die sind so weich und der ist so schwer. Und wenn das die ganze Zeit so da drauf steht, dann wird das irgendwann platt auf einer Seite. Und dann eiert der während der Fahrt. Das ist auf jeden Fall gar nicht so geil. Also es ist empfehlenswert, den irgendwie hochzubocken oder die Räder abzumachen, damit das eben nicht passiert. Aber ja, aktuell sieht es halt hier so aus. Ich bin am Überlegen, mir noch eine Werkbank zu holen, irgendwie etwas, was ich dann hier irgendwo hinstellen werde, vielleicht auch da hinten. Weil aktuell ist es so, manchmal muss man irgendwie was dremeln oder sägen, was weiß ich, da fliegen Fetzen, das möchte ich nicht so in der Wohnung machen, lieber in der Garage, dann kann man das zusammenkehren, ist das nicht überall verteilt. Ich habe da beim Fitnessraum ja noch einen Teppich liegen, aus dem Teppich kann man das nicht so gut raussaugen. Also es gibt schon einige Vorteile bei einer Werkbank, wie zum Beispiel dann auch mehr Platz, Regale und so, Schubladen und vielleicht auch einen Schraubstock, um was festzuklemmen.
Hier steht auch der WL Toys. Ich hatte euch ja gefragt, ob ihr Bock auf ein Tuning-Projekt habt, und ihr habt Bock auf ein Tuning-Projekt. Teile sind bestellt, aber der Motor, also ich will da einen neuen Motor reinmachen. Ich werde das so aufbauen, dass es mehrere Teile dazu geben wird, also mehrere Videos, und ich werde den halt immer schneller machen. Motor ist bestellt, der soll irgendwann Ende Mai kommen. Das dauert echt ziemlich lange. Also habt da bitte Geduld. Tuning-Projekt mit dem WL Toys wird definitiv kommen. Es sind auch schon wirklich sehr, sehr viele Teile da, aber noch nicht der Motor. Und der Motor, der ist halt wirklich sehr wichtig. Also dazu wird es mehrere Teile geben. Eine Sache noch. Hier habe ich auch noch so einen kleinen Raum. Da drin ist jetzt ja so ein bisschen Styropor. Ein bisschen Karton, das habe ich zum Crawlen benutzt, wenn ich mir hier einen Crawler-Pack oder sowas aufbaue. Vielleicht habt ihr eine Idee, was ich mit dieser kleinen Abstellkammer anfangen kann, wie ich diese Abstellkammer irgendwie sinnvoll nutzen kann. Oder vielleicht habt ihr so auch noch irgendwelche Ideen, Vorschläge, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich freue mich wirklich darüber. Ansonsten habe ich euch alles gezeigt. Hier kann ich euch noch eine Sache zeigen. Das ist der Motor für, ach nee, das ist der Regler für den Limitless. Und hier, das ist der Motor für den Limitless. Das ist ein richtig dickes Teil. Also Limitless wird definitiv früher oder später kommen. Ich freue mich wirklich sehr darauf. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen zu erwähnen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt die mir auch einfach in die Kommentare. Ich lese mir in der Regel jedes Kommentar durch. Ich nehme mir immer dafür Zeit und macht mir auch Spaß. Macht mir auch Spaß, ne? Okay, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War mal was anderes. Peace.